Ja, hallo und ein Welcome back zum Builder All Bootcamps. Nach einer etwas längeren Pause mal wieder freue ich mich total drauf, mit euch zumindest zwei Bootcamps zu machen. Diese Woche Webinare und nächste Woche physische Produkte verkaufen, also das sogenannte Dropshipping. Ja, diese Woche fangen wir halt an mit Webinaren. 5 Tage. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt. Ich würde heute ganz gerne mit euch machen, am ersten Tag wieder ja, so ein bisschen leichtes Programm, um wieder reinzukommen ins ganze Thema. Wir gucken uns an das Webinar-Tool in Builderall. Dann gucken wir uns an, wie wir live gehen auf YouTube und wie wir live gehen in Facebook. Und zwar über das Builderall-Webinar-Tool. Das würde ich ganz gerne heute mit euch machen. Ja, so leichte Kost. Auch ohne, dass da Zuschauer oder sowas drin sind, sondern einfach, ihr geht mit eurem Stream, eurem Video live. Ja, also nicht so als Meeting wie hier jetzt als Zoom-Meeting, sondern eben einfach ja als ganz normaler Livestream. Das würde ich ganz gern heute mit euch machen. Dazu gebe ich mal hier mein Bildschirm frei. Und wir gehen mal rüber zu Builderall. Ins Builderall Dashboard. Und da solltet ihr, sofern es nicht da ist, hier dieses Webinar-Tool öffnen, installieren. Wer es nicht hat, geht hier unter Tools verwalten und installiert sich das Webinar-Tool nach. Dann hat er das hier auf dem Desktop und dann einmal hier auf Öffnen. Dauert einen kleinen Augenblick. Ja, und jetzt sind wir im Webinar-Tool. Ihr seht schon, ich habe hier so ein paar fertige schon drin. Ich möchte aber ganz gerne mit euch wirklich ganz von Anfang an eins machen. Also gehen wir hier auf neues Webinar. Ja, und jetzt vergebe ich dem Ganzen hier einen Namen. Das ist, sagen wir mal, das soll ein wiederkehrendes Webinar sein. Wiederkehrend nenne ich das mal. Und hier in der Beschreibung, ich kopiere mir den und nenne das da auch wiederkehrend. Jetzt kann ich das Webinar, wenn ich das möchte, hier mit einem Passwort schützen. Das machen wir aber nicht, das soll öffentlich zugänglich sein. Webinar erstellen. So, und dann komme ich hier in diesen Webinar bearbeiten Bildschirm. Da muss ich jetzt um live zu gehen, gar nichts groß mehr einstellen. Das heißt, diese ganzen Punkte hier, die interessieren mich so fürs Live-Gehen erstmal nicht. Wir gehen da die Woche über Punkt für Punkt durch und gucken uns das natürlich alles an, klar. Jetzt für unser Live-Gehen brauchen wir nur hier Inhalt. Und dann gibt es hier dieses New Streaming Tool. Da gehen wir einfach auf Open. Warum wir jetzt uns gerade da rausgeschmissen haben, weiß ich nicht. Ich mache das gerade nochmal hier. Macht da hier so einen Zusatzbildschirm auf. Weiß nicht, scheint irgendwie ein Bug zu sein. Egal, ich gehe hier, macht einfach dann diesen Zusatz Tab, den er aufgemacht hat, zu. Wichtig ist, dass wir hier in dieses Fenster kommen. Und da interessiert uns hier dieses Häkchen Stream to RTMP. Was ist RTMP? Das ist dieses Remote Transfer Media Protokoll. Also mit diesem Protokoll werden die Video- und Audiodaten eurer Webcam quasi übertragen. Da machen wir ein Häkchen dran. Und jetzt fragt er mich hier nach der RTMP URL und nach dem RTMP Key. Also ich brauche hier einmal eine URL und einen Schlüssel. Ja, wo kriege ich den jetzt her? Und zwar einmal von Facebook, fangen wir mal mit an. Ich gehe hier mal in Facebook, zu Facebook rüber. Das ist mein privater Account. Und da gehe ich hier einfach auf Beitrag schreiben, ganz oben. Und dann gibt es hier, wenn ihr auf Beitrag in diesem Beitrag schreiben Ding drin seid, gibt es hier irgendwo Live, Watch Party, Video, Live-Video da. Und da geht ihr dann nicht hier auf Kamera, sondern auf Verbinden. Und jetzt sehe ich hier unten Server-URL, RTMPS und hier den Stream-Schlüssel. Kann ich jetzt hier einmal kopieren. Jetzt ist das in die Zwischenablage kopiert. Ich gehe hier zurück zu Builderall, füge hier die URL ein, gehe wieder zurück zu Facebook, kopiere mir hier den Schlüssel und füge den Schlüssel hier unter Key ein. Server. Ist egal, könnt ihr einen aussuchen, USA 1, USA 2 oder Brasil. Ich nehme mal USA 1, das hat auch noch nie Probleme gegeben. Ihr seht hier, wie ausgelastet der Server ist. Current Server Load 0,1%. Also da geht noch einiges an Traffic drauf. Ja, und dann gibt es hier diesen Haken eben, I am going to invite
Participants to Room. Das heißt also andere Teilnehmer mit hinzufügen, die dann auch mit Video und Audio teilnehmen. Das machen wir aber heute auch nicht. Wir machen jetzt erstmal einen Einzel-Livestream. Also ihr braucht nur hier das Häkchen reinmachen, die URL aus Facebook reinkopieren, den Key aus Facebook reinkopieren, einen Server auswählen, USA 1 zum Beispiel, und dann geht ihr hier unten auf OpenStream. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt muss ich hier noch meinen Namen eingeben. Das ist der Name, den er in dem Video nachher im Stream anzeigt. Keine Ahnung, ich gebe hier mal ein. Hendrik Bilderhall. Und was wir jetzt sehen ist, einmal hier rechts sehen wir jetzt das Video von meiner Kamera. Und links wäre der Stream. Da der aber noch nicht gestartet ist, sehen wir auf der linken Seite noch nichts. Wir sehen jetzt im Moment nur das Live-Bild aus meiner Kamera hier auf der rechten Seite. Ihr seht, ich habe den Namen eingegeben, Hendrik Bilderhall. Der wird hier unten auch angezeigt. Und jetzt möchte ich einmal eben mit euch vorab hier die einzelnen Punkte oben wieder durchgehen. Einmal hier das Mikrofon. Wenn ich da draufklicke, bin ich stumm geschaltet im Stream. Klicke ich wieder drauf, bin ich wieder zu hören. Kennt ihr auch Zoom, ne? Hier mit dem Video genau dasselbe. Klicke ich drauf, wird die Kamera ausgeschaltet. Klicke ich wieder drauf, ist die Kamera back on. Dann hier habe ich das Einstellen-Rädchen. Hier kann ich aussuchen, über welche Geräte ich Audio und Video zum Streamen benutzen möchte. Ich kann hier jetzt verschiedene auswählen. Ich habe hier so ein USB-Mikrofon angeschlossen oder das interne Mikrofon, was im Rechner drin sitzt. Eine Kamera kann ich hier auswählen, wenn ich jetzt verschiedene habe, und kann hier die Funktion auch prüfen. Ja, dann Start Webinar, da kommen wir gleich zu. Dann gibt es hier rechts nochmal Einstellungen. Hier ist jetzt der Stream quasi hinterlegt. Na, das sind die Daten, die wir da vorhin eingetragen haben in dem Feld. Und dann gibt es hier noch hier die Zahnrädchen. Und zwar kann ich hier jetzt noch aussuchen, was ich streamen will. Ich kann auch meinen Desktop streamen, also meinen Desktop freigeben. Ich klicke da mal drauf. Achso, das Screen Capturing ist hier jetzt gar nicht installiert. Auf dem Chrome-Browser muss ein Zusatz-Plugin installiert sein, die Screen Capturing, dann geht das. Und dann könnt ihr auch den Bildschirm freigeben, so wie ihr das aus Zoom auch kennt. Und dann gibt es eben Stream Whiteboard, klicke ich auch mal drauf. Dann gibt es hier so ein Whiteboard, da kann ich auch drauf rumkrickeln. Ja, dann zeigt er das an. Ich kann das hier gerade mal machen. Und zwar gehen wir hier auf Start Webinar. Dauert das einen Moment. Und jetzt seht ihr hier auf der linken Seite, das ist jetzt quasi der Livestream, der auf Facebook zu sehen ist jetzt. Jetzt gehe ich hier mal auf Whiteboard. Ja, habt ihr gesehen, das ist so ein bisschen zeitverzögert. Gleich, wenn wir auf YouTube sind, sieht man das nochmal ein bisschen besser, weil da die Zeitverzögerung ein bisschen größer ist wie auf Facebook. Ja, jetzt läuft gerade dieser Livestream eben auf Facebook ab. Jetzt seht ihr hier unten nochmal Invited Participants. Und das sind dann eben die Teilnehmer, die Zusatzteilnehmer, die ihr eingeladen habt. Mit Bilderall könnt ihr bis zu 6 Leute gleichzeitig streamen. Ja, das finde ich schon eine ganze Menge. Also auch kostenlos im Bilderall die Möglichkeit, mit bis zu 6 Leuten gleichzeitig zu streamen und sich zu unterhalten. Da braucht man nicht mehr unbedingt Zoom. Ach so, nee, wenn ich jetzt hier das freigegeben habe, sorry, müssen wir, um das in Facebook wirklich live zu haben, habe ich jetzt hier quasi erst das Webinar gestartet. Jetzt muss ich erst zu Facebook wieder rüber und kann dann hier unten, gibt es hier Live-Übertragung starten. Jetzt klicke ich da drauf und jetzt holt er sich den Stream. Zack. Und erst jetzt sind wir live auf Facebook, okay? Also nochmal von der Abfolge her, das ist bei Facebook relativ wichtig, dass ihr das auch in der Reihenfolge macht. Ihr geht erst in Bilderall, startet hier euren Stream oben mit Start Webinar und dann nochmal zurück zu Facebook und dann hier unten Live-Video starten und erst dann
seid ihr wirklich live. Jetzt sieht man das hier oben auch. Hier oben blinkt rot dieses Live. Seit 40 Sekunden live. Ja, wenn ich das jetzt stoppen will, kann ich hier unten einfach auf Live-Video beenden gehen. Genau, kann das dann speichern oder löschen, ganz wie ich möchte. Jetzt kann ich sagen, wenn ich das speichern will, gehe ich einfach auf Fertig, dann ist das bei mir in Facebook als Post gespeichert oder ich sage jetzt hier in diesem Fall Video löschen. Dann behält das nicht. Jetzt hat er das gelöscht, sonst hätten wir das hier oben als Post gehabt, als Live-Post. Und jetzt gehe ich nochmal wieder zurück zu Bilderall. Und jetzt seht ihr, hier ist der Stream eben auch beendet worden. Ne? Jetzt habe ich hier oben wieder Startwebinar stehen. Ja, warum gehen wir überhaupt live? Warum macht das Sinn? Einer von euch eine Vorstellung, warum das sinnig ist, live zu gehen? Gerade jetzt bei Facebook. Das Live-Gehen ist deshalb bei Facebook gut, weil ihr eine höhere Aufmerksamkeit bekommt. Ihr kennt das vielleicht, habt das auch schon ein paar Mal gesehen, wenn einer live geht, dann schickt Facebook automatisch diese Benachrichtigung raus. Na, dann kommt oben wieder dieses Ping, so und so ist jetzt live, ist jetzt gerade live. Und bei live ist der Druck zuzusehen wieder größer. Ich rate allerdings, also es ist eine super Möglichkeit, um Aufmerksamkeit auf Facebook zu erzeugen. Da geht man ja sonst bei den Posts auch gern schnell mal unter. Und das ist bei live ist die Reaktionsrate wirklich sehr, sehr gut. Ich rate aber davon ab, das zu übertreiben. Mach da nicht jeden Tag auf Facebook ein Live. Das kommt nicht gut. Das geht den Leuten nachher auf den Keks. Ach hier, Henrik macht zum 34. Mal heute sein Live. Das ist doch echt kacke. Also dann ist das nichts Besonderes mehr. Ich würde das nicht öfter machen wie einmal die Woche auf Facebook. Dann ist es aber was Besonderes. Und dann ja, könnt ihr die unterschiedlichsten Dinge machen, sagen, zeigen, was vorstellen, was zu Bilderall machen, was im Online-Marketing-Bereich zeigen, irgendwas erklären. Gerard war ja mit der Design-Thematik, hatte er sich da so ein bisschen tiefergehend auseinandergesetzt. Er könnte was zu dem Thema zum Beispiel machen oder ja, was auch immer euch so einfällt. Dafür ist so ein Live eben gut. Hier zu dem Facebook Live soweit Fragen von euch. Ja, gut, wenn ihr da soweit keine Fragen zu habt, nee, dann haben wir eigentlich alles über erstmal in Facebook Live gehen soweit gemacht. Jetzt möchte ich das Ganze mit euch nochmal machen für YouTube. Und dazu schließe ich einfach mal den ganzen Kladderadatsch hier. Das mache ich auch wieder zu. Das mache ich zu. So. Okay. Sind wir wieder zurück hier im Bilderall Webinar Tool. Und jetzt hatten wir uns hier vorhin dieses Webinar wiederkehrend hingelegt. Das nehme ich jetzt auch wieder. Gehe hier auf Bearbeiten. Und gehe jetzt hier wieder auf Inhalt, so wie vorhin auch, selbe Spiel nochmal. Und wieder auf Open Streaming Tool. Ach, jetzt machen wir das Spiel mit dem Fensterchen wieder, mache ich hier zu. So, jetzt bin ich in dem Fenster, wo ich sein müsste. So wie vorhin auch wieder, ich mache hier ein Häkchen rein, wieder bei Stream to RTMP. Und ja, anstatt dass ich jetzt zu Facebook rübergehe, gehe ich jetzt eben zu YouTube rüber. Habe hier YouTube aufgemacht, youtube.com, gehe jetzt hier mal in meinen Kanal, Bilderall Bootcamps. Bin hier im Bilderall Bootcamps Kanal und gehe da auf YouTube Studio Beta. Und dann gibt es in dem YouTube Studio hier weitere Funktionen und da gibt es jetzt live streamen. Da klicke ich drauf. Und jetzt macht er mir hier das Livestreaming-Fenster in YouTube auf. Und auch da, wenn ich nach unten scrolle, sehe ich jetzt hier unten die Server-URL, dieses RTMP wieder. Die kopiere ich mir, gehe zu Bilderall zurück, füge die URL hier ein, habe hier den Schlüssel, klicke hier einmal auf Anzeigen, kopiere mir den Schlüssel, füge diesen hier auch ein, nehme wieder den USA-Server und
Gehe hier wieder auf Open Streaming. Mein Name. Login. So, und jetzt sehen wir hier rechts wieder, so wie vorhin auch, das Kamerabild. Ich kann wieder, genau wie hier vorhin das auch war, Mikro, Kamera an, aus etc. pp. Ich kann hier wieder den Desktop-Stream mit einem Whiteboard arbeiten und so weiter. Die Besonderheit hier ist jetzt, wenn ich hier auf Start Webinar klicke, mache ich gerade, dauert einen Moment, jetzt startet er hier, jetzt springe ich mal gerade zu YouTube rüber ins Live-Dashboard. Jetzt sagt er, hier wird gestartet. Jetzt kommt der Stream hier an und jetzt sagt er es live. Ihr seht schon, das ist, ich wink mal, das ist so ein bisschen zeitversetzt. Viel stärker wie bei Facebook. Na, wann winkt er denn? Ja, also ihr seht, das ist schon ganz ordentlich timely. Jetzt kann ich das gerade mal zeigen, was ich meinte hier mit dem Whiteboard zum Beispiel. Jetzt gehen wir hier ins Live. Genau, und jetzt kommt das halt mit dem, ja, so habt ihr da den Whiteboard, könnt ihr zeichnen, seid hier oben weiter zu sehen, so. Ja, kann man das dann auch noch einmal hier zeigen im Live. Ja, schlussendlich, seht ihr, funktioniert das fast genauso wie bei dem Facebook auch. Jetzt ist eben der Unterschied gewesen, ich brauche hier bei YouTube nicht extra wieder zu YouTube rein und noch irgendwas anklicken, sondern habt ihr ja gesehen, hier YouTube geht hier oben dann selber live und wenn ich jetzt den stoppe wieder, ist genau das Gleiche, halt hier einmal zurück, stopp Webinar. Gehe ich wieder zu YouTube rüber. Noch sagt er live. Aber der Stream ist nicht mehr grün, sondern rot geworden. Und jetzt ist er offline. Das heißt, der Stream ist zu Ende. Ja, sagt er hier auch, der Livestream ist offline. Und ja, das Archiv wird in den Kanal hochgeladen. Du kannst dem Video und so weiter und so weiter. Jetzt kann ich halt gucken, wie ich dann weiter mit YouTube verfahren möchte. Ja, im Endeffekt war es das soweit eigentlich schon. Habt ihr dazu Fragen? Ich mache hier nochmal das Tool wieder zu. Ja, also wie gesagt, da braucht man wirklich nur das hier ein neues Webinar aufmachen, dem Ganzen einen Namen geben, wenn man das gemacht hat. Hier nochmal unter Inhalt, Open Streaming Tool, dann das Häkchen rein, die RTMP-Server da eintragen und den Key und schon geht das eigentlich los. Also ich meine, das ist gar nicht so sehr komplex. Morgen würde ich dann mit euch schlussendlich eigentlich nochmal fast genau das Gleiche machen wie heute. Nur da machen wir das mit dem Unterschied, dass wir da dann also Zuschauer einladen oder Akteure mit einladen, eben bis zu 6 Stück können wir ja mit Bilderall. Das würde ich dann ganz gerne morgen mit euch mal durchspielen. So ein Szenario, wie das ist, wenn ihr ein Webinar quasi mit 6 Personen über Bilderall abhalten würdet. Spannend. Ja, gut, ihr Lieben. Wenn sonst weiter keine Fragen mehr sind, wäre es das von meiner Seite aus soweit für heute. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen um 19 Uhr wiedersehen. Bis dahin. Ciao.